Hänzlers schnelle Nummer. Heute gibt es Wiener Schnitzel. Dafür erstmal Kalbsoberschale plattieren. Beidseitig mit Salz und Pfeffer würzen. In Mehl wenden. Dann in geschlagenes Vollei. Vorher machen wir noch einen kleinen Schuss Sahne rein. Dann wird das Ganze nämlich noch saftiger. Auch beidseitig wenden. Und zum Schluss in Paniermehl wenden. Da ist wichtig darauf achten, nicht draufdrücken, weil sonst so friert das Schnitzel nicht auf. Und jetzt im Bratöl knusprig von beiden Seiten ausbacken. Beim Ausbacken Pfanne immer ein bisschen bewegen, dass das Fett auch oben rüberkommt. Dann schauen wir mal. Oh ja. Kurz vor Schluss Flocke Butter mit dazu für den kompletten Geschmackswahnsinn. Guten Appetit.